Es war schön, aber es ist viel zu viel gelaufen. Weil die hat schon einen ordentlichen Fußmarsch hinter sich, die Alte. Sie muss irgendwo hier drin sein. Fertigstellung des ersten Stadions der Hauptanlage. Zur Hand alle Mitarbeiter. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Dieser Komplex ist das Nervenzentrum unseres Projekts. Und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den vorgesetzten vollen Einsatz des Teams erforderlich. Fortgesetzten, okay, Entschuldigung. Aber obwohl es noch so viel zu tun gibt, sollten Sie stolz auf all das sein, was Sie bisher erreicht haben. Angehängt finden Sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraumes, der im weiteren Verlauf der Arbeiten an der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn Ihr Name nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken Sie Marisa eine E-Mail mit Kopie an mich. Ihr Einsatz, Ihr Talent und Ihre Intelligenz sind eine tägliche Quelle der Inspiration. Dr. Kenny Chow, Projektleiter. Ja, das ist meine motivierende Rede. Wenn auch ein bisschen trocken. Vielleicht habe ich es nicht mit genug Emotionen vorgelesen. Oh, schon wieder lesen. Nee, diesmal nicht. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Oh komm, das war lustig. Warum habe ich jetzt gerade einen Witz zwischen Kollegen X und kleinem Würstchen auf der Menükarte stehen? Heute gibt es Mini-Wiener. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Das ist eine automatische Tür. Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich habe sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Quellknoten. Ah, schon wieder. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Ja, die Frage ist jetzt nur, wohin? Das kann ich nicht drehen, ne? Anita, so sehr ich die Tatsache hasse, dass Blevis Obrikularstrahltechnologie an der unteren Sicherheitstür installiert. Dass Blevins Obrikularstrahltechnologie an der unteren Sicherheitstür installiert hat, für das Hilfsrechenzentrum halte ich es für sinnvoll. Vor allem, wenn man unsere Ziele für die Zentralprozessoreinheit bedenkt. Du bist mittlerweile sicher schmerzlich vertraut mit dem Ablauf, aber nur für den Fall, dass du Anweisungen an dein Team weiterleiten musst. Um auf das System zuzugreifen, aktiviere den Quellknoten in der Mitte. Bewege dann die anderen Knoten, um den Datenstrom mit deiner Legitimation zurück zum Zentrum zu leiten. Denk dran, die roten Knoten zu meiden. Sie dienen dazu, fehlerhafte oder verdächtige Daten zu isolieren. Eines Tages wirst du Blevins bestimmt dankbar sein, dass er unsere Arbeit so unglaublich sicher gemacht hat. Ja, gut, dann würde ich sagen, nee, das ist der Lichtstrahl, ne?
Warte mal, ich bin am Überlegen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, ich gehe hier diesmal den Rückwärtsgang vor. Dahin. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Nee, noch einmal. Dann geht's hier entlang. Das kann aber so nicht sein. Dann muss ich das mal andersrum probieren. Ist nix. Dann drehe ich das mal andersrum. Was ich mir so aber nicht vorstellen kann. Warte, wenn das hier reingeht, kann ich das nur entweder hier hin oder wieder hierhin zurückschicken. Das bringt mir alles nix. Dann würde ich sagen, drehe ich das einmal nach da. Den kann ich dann hier in einem... Ist das 100 oder 110 Grad? Hier rein transformieren. Ist jetzt die Frage. Eine interessante These wäre jetzt gewesen zu gucken, muss ich alle bedienen? Aber so wie es aussieht, ja. So. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Befugte Übertragung. Erlernte Aufgabe fortsetzen. Nein, ich gebe nicht auf. What? Urea, der Dämon fängt mich. Urea, bitte. Übertragung beendet. Aha. Wichtig ist die Stimme zurück. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine... Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Die ist in Ordnung. Ich muss schnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verag. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe. Sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Hm.
kannte die Stimme. Erinnert mich so ein bisschen sie an die. Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen, Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen. Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Interessant. Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Mhm. Urea, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß. Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt in unseren Herzen ums Überleben und beseelt die Maschine. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt. Und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam. Verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht. Ja, ist okay. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier. So was Ähnliches wie der Kampf zwischen Gaia und Hades. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen. Etwas Böses. Ein Heckangriff. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Vera großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort. Ersetzt durch ein Eine Sekunde. Das Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Ist die Lautstärke soweit? Also kam okay. Ich in der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Zwischen Spiel und ich hörte sie. Meinem Gequatsche? Dank dir. Also, sehe ich das richtig? Da waren 2 Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Im Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht.
Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Nee, oder? Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Lol, ernsthaft? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Ja. Gut, werden wir mal schnell Häuptling von Banuk. Was Warum nicht? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder du sprichst mit Sekou. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich glaube, es wird ein bisschen hart. Na gut. Schamanenpfad, Blauglanz, geil. Ja, außergewöhnliche Kiste. Oh, stimmt, die gibt's ja auch noch. Die Schatz... Boah, die vergesse ich immer aufzumachen. Bei aller Liebe. So viel zum Thema, ich habe keinen Draht. Ich bleib bei meinem Bogen, egal was hier los ist. Kann ich irgendwas herstellen? Ja. Eichhörnchenknochen. Oh nein, wir müssen Eichhörnchen jagen. Ich will nicht. Na gut, Tja, Aloy, ich würde sagen, wird interessant, ne? So. Schockanfällige Maschinen mit Schockbolzen. Na, super. Schockanfällige Maschinen. Okay. Warte mal, beweise dich vor dem Verak. So, okay, was haben wir hier? Schließe eine Prüfung im Jagdgebiet ab. Okay, was haben wir hier? Räume das Lager der Banditen. Was haben wir hier? Rede mit Sekuli. Marme. Machen erstmal das mit Sekuli, dann die Banditen und dann das andere. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, wenn ich mir die Reihenfolge aussuche. Ja. Bist du noch da, Justin? Du wolltest doch eigentlich schon längst weg. Ta-tü-ta-ta. Das ist auf einer SSD. Trotzdem ist es ein extrem krasser Ladebildschirm. Andreas Felsmalerfreundin finden Licht in den Farben seines Werks. Gemälde sind wohl wichtig für die Banuk. Ist gar nicht verkehrt. Komm schon, ey. Eine geschäftliche Vereinbarung. Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück.
Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Hm. 3 Banuk-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sag mal, Burgrind, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um 2 Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Ja, genau. Sie bringen mir das zerstört. Marco, was geht? Ich war feiern. Geil, danke dir für den Resub. Anderes holen lassen. Gut. Du hast sie okay. Gesehen. Cool. Wir sind Horizon Zero Dawn. Wir machen die DLCs. Hauptstory gibt's auf YouTube, wenn du es nicht mehr kannst. Aber danke dir, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt müssten wir eigentlich schon noch hinkriegen, dass der Jan wieder online kommt. Dann könnten wir eigentlich mal Magicka spielen. Darauf hätte ich Bock. Nur 2 Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen... Sonst geht's dir gut. Was hat es dann mit ihnen auf sich? Wie besoffen bist du? Weiß ich nicht. Stahl. Es ist jedenfalls keine... Wenn du zu besoffen bist, würde ich sagen, meh. Da du aber noch gut schreiben kannst, würde ich sagen, du bist nicht sehr besoffen. Aber wenn du nicht besoffen bist, hast du was falsch gefeiert. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Ganz gut, ja. Sie flüchten vor etwas. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrind. Wenn ich sie suche, nicht dann zu viel. Sehen, ist okay, aber auch nicht natürlich, zu wenig. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag die aber gut. Sogar. Okay. Der weiche gut gerettet. Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Dieser Lappen will doch eine nur Kohle haben. Eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Lass mich raten, das müssen wir machen. Überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Es ist gut für einen Werak, einen Führungsfeldjäger zu erleben. Alle Jäger sollten danach streben, Häuptling zu werden. So, will ich mal gucken, was wir hier haben. Schatten brauche ich eigentlich nicht, weil die habe ich. Okay, habe ich irgendwelche Outfits? Habe ich alle. Willkommen zurück, Kino. Drähte. Wie viele Drähte habe ich? Ja, ich habe jetzt von allem eigentlich genug aus dem Aspekt her. Im Besitz 7. Ja, die Tränke und den ganzen Scheiß brauche ich auch sowieso nicht. Rohstoffe. Verkauf gegen Metallscherben. 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 Finde ich gut. Finde ich extrem geil, dass hier so ein bisschen dran steht, was halt. Was man halt wirklich nur für. Was wirklich nur Schrott ist. Obwohl ich sagen muss, wenn wir jetzt alles haben, was wir brauchen. Oder wenn ich zumindest denke, dass ich nicht mehr brauche. Warum kann ich 2 Stacks verkaufen? Guck mal, wir haben schon. Wir haben so viel von dem Zeug. Von denen kann ich auch 1 Stacken verkaufen. Ich meine, 50, 100, fast 200. 150, 188. Da kann ich auch 2 Stacken verkaufen. Und Drähte bis zum 100er, aber das bleibt. Hier kann ich nochmal. Das gab gut Metallscherben. So. Ja, herstellen kann ich nicht viele, ne? Warum habe ich so wenig Fallen?
Ja, machen wir mal ein paar Tränke. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Super. Ja, ja, Ausweichtalent würde ich gerne machen. Dafür brauche ich noch einen Skillpunkt. So, beweise dich vor dem Verak. Stufe 40. Erfülle zwei der folgenden Ziele. Repariere und überbrücke den Langhals. Rede mit Sekuli. Würde ich gerne mit Sekuli sprechen. Würde ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwas kriege. Ich habe nämlich was. Kann ich irgendwas verkaufen? Der gibt mir aber nur... Okay. 16 mal... Nee, das ist der schlechter Bogen. Ich brauche den Scharfschussbogen. Dafür brauche ich 14 mal Blauglanz. Ich habe 11. Fuck. Diese neuen Maschinen sind... Oh, habe ich jetzt auf einmal Frame Drops. Wie, ich muss da hoch. Oh, komm schon. Als die Alten frisch in ihren Gräbern lagen und wir noch wenige waren, war sie es, die uns durch die gefrorene Ödnis führte. Wir erinnern uns auch an den Stamm der Gefräßigen, die uns das okay. aus unseren gebrochenen Knochen saugen. Was? Mark aus gebrochenen Knochen saugen, ja. Na dann. Ich hab zwar keine Ahnung, was der labert, aber von mir aus. Metallscherben, okay. Ach so, ja, hier geht's weiter. Warum auch einfach? Warum habe ich hier so Frame Drop? Es ist schon echt krass, wie... Ja, und weiter? Ach so, ja, okay. Was zum... Hey Leute, was machst du da, Mädchen? Ich will zwar nichts sagen, aber das war irgendwie... Was will die Fremde hier? Ich suche nach Sekuli. Das bin ich. Komm, komm. Bringen wir es hinter uns. Was? Das ist eine tolle Aussicht. Eine nützliche Perspektive. Wie flüchtig wir sind. Wenn die Welt so groß ist, von hier sieht man, wie das Licht langsam über das Land zieht. Ständig wechselnd. Es ist leer. Der Vulkan ist böse. Da müssen wir irgendwann hin. Das ist unser Ziel. Diese Einstellung ist recht düster für eine Malerin. Kennst wohl nicht viele Künstler, oder? Nö. Sangesgrund braucht neue Sagen. Ich habe diesen Stein bereinigt als Neuanfang. Doch sowas braucht neue Farben. Frische Pigmente. Ganz einzigartige. Urea sagt, du kannst mir beim Verak Geltung verschaffen. Urea ist etwas merkwürdig. Aber ich trank in einem Schneesturm mal Farbe, also sag ich nichts. Ich werde dir helfen, wenn du mir die Pigmente bringst, die ich benötige. Urea sagt, ihr werdet Freunde. Ich male jetzt, was ich fühle. Ich trank mal in einem Schneesturm Farbe. Also sag ich nichts. Okay. Nicht. Ich wäre verbannt worden, wenn ich dank ihr nicht in Aratax Verak gedurft hätte. Diese Pigmente für dich. Wo finde ich sie? Salze sammeln sich am Rand von Geysiren und heißen Quellen. Kristalle hängen an Steinen und Klippen. Ich schaue, was ich finden kann. Such die strahlendsten raus. Ein plötzlicher Farbtupfer im Schnee, Fels oder Metall. Schon das belohnt einen. Aber ich belohne dich auch. Ich will zwar nichts sagen, aber du siehst scheiße aus. Aber, das ist so, als würdest du zu mir sagen, ich weiß nicht, du siehst irgendwie scheiße aus. Was ist denn los? Aber ich war mal besoffen, hab Hundefutter gegessen, also sage ich nichts. Das ist lustig. Das ist lustig. Ich glaube, die Entwickler hatten hier ein bisschen Spaß dabei. Also das DLC gemacht haben, das war lustig. So, beweise dich vor dem Verak. Das ist zwar schön und gut, die Frage ist jetzt nur... Was machen wir als nächstes? Wir haben einige Aufträge.
Vor allem die, die sind auf Stufe 40. Gut, wir sind Stufe 36. Das bedeutet, können wir machen. Räume das Lager der Banditen, schließe die, sammelt Pigmente und bring sie zu Sekuli. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Jäger. Das ist nämlich eine Nebenquest. Und dann würde ich nämlich sagen, der Dämon kann den Maschinen das blaue Licht nicht entziehen. Ja, ja. Können wir nämlich mal was machen. Ich weiß zwar nicht, was der jagt. Ich brauche Eichhörnchen. Eigentlich, naja, komm, eigentlich nicht. Achso, die machen hier Zielübung. Okay. Ja, der Schnee, der frisst ganz schön Ressourcen. Ich bin jetzt gerade bei 27 FPS. What the fuck? Machen wir mal Original. Das müsste besser laufen. Ja, gleich mal 20 FPS mehr. Ist aber interessant, dass das OBS so extrem runterhaut. Ich muss eine anfällige Maschine schocken. Das ist auch eine Prüfung. Aber wer hat denn die ganzen Wächter zerstört? Na gut, es sind halt auch Menschen unterwegs, ne? Die leben auch. Die Frage ist jetzt nur, ich mache jetzt ja keine Jagd auf Wild. Okay, die GPU-Temperatur ist entspannt. Ja, die CPU ist immer noch der Knackpunkt. Ja, die Grafikkarte gerade mal 50% am Schnurren. Ne, ja, ich mach das damit. Das kostet nicht ganz so viel. Ich will es ja nicht sagen, aber der Versenker. Wow! Alter! Habe ich die Kopfhörer zu laut oder was? Warum macht ihr so viel Damage? Das ist unfair. Alter. Ja, natürlich. Achso, ja, ich habe ja umgeschaltet. Stimmt. Ich bin jetzt auch schwer.
mache ich keinen Schaden. Kann ich irgendwas herstellen? Tränke oder so? Ein. Toll. Alter! Fuck mal live! Ich habe die Schwierigkeit umgestellt. Soll ich die beibehalten? Soll ich die auch schwer beibehalten? Habt ihr Spaß dran? Oder denkt ihr so, ja, nein. Alter, ich hätte nicht. Ich wusste, dass es schwer wird. Definitiv. Vor allem das DLC, das hat nochmal generell das Niveau sehr angehoben. Aber. Dass es so ein Unterschied ist. Wir haben die Hauptstory auf sehr schwer durchgestanden. Und ich kam akzeptabel durch. Aber das ist ja der Hammer. Holy moly, Broly. Für mich. Das hast du dir auch verdient. Ja, haut raus. Ansonsten stelle ich es wieder auf normal um. Das ist kein... Ich wollte das Game genießen. Dann sollte ich vielleicht doch zweimal überlegen, ob ich mir eine Quest aussuche in einem Gebiet, wo ich erst ab Level 40 rein sollte. Hallo Lanzenhorn. Alter. Nicht schlecht die Waffe, aber ich bleib bei meinem Bogen. Frage ist, muss ich da links lang oder da rechts? Was da hinten rumläuft, gefällt mir auch nicht. Sie ziehen ab. Wirklich? Ah, das ist wieder so ein Ding. Also wenn jetzt nichts kommt, dann werde ich es wieder auf normal umschalten, weil das ist echt übel hier. Aua, bo, haua. Aua, bo, haua. Muss los. Ciao. Mach's gut, Justin. Hau rein. Das kommt mir gelegen. So, spielen wir es auf normal. Und keiner was sagt dazu. Ich muss den zerstören.
Aber ich benutze den hier. Ja, macht zwar nicht so viel Schaden, aber dafür kann ich besser zielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag das jetzt immer und ich werde mich 1000-Millionenfach wiederholen. Aber es ist einfach ein geiles Spiel. Macht echt Spaß. Kann ich den eigentlich auch looten? Ich meine, ich mach den Lümmel hier kaputt. Warum kann ich den nicht looten? Ich meine, wir könnten auch auf leicht und storybasiert spielen. Aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu... Das wäre dann doch ein bisschen zu... langweilig. Ziege! Werden die Touristen zurückkehren? Datenpunkt. Ja, die werden wir nicht lesen. Für ein so kleines Ding siehst du ziemlich gefährlich aus. Die werden hier später auch brauchen. Tierfigur 6. Entschuldige, Eichhörnchen, das wollte ich nicht. Aber Justin ist weg. Das bedeutet, wir dürfen böse zu Tieren sein. Jetzt höre ich von Hino zum Beispiel. Also RIP Eichhörnchen. Und so ein Kram. Ich denke mir so, ja, ist okay. Weg mit den Viecher. Oh nein, da ist schon wieder so einer. Das sind zwei. Warte mal, vielleicht kann ich... Ja, schon klar, dass die uns suchen. Eichhörnchenknochen, das sieht doch ganz gut aus. Oh, Eichhörnchenhaut. Das scheinen wohl Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Er hat gesessen. Das? Und was macht sie da bitte? Ja, das ist unsere Beute. Lehne niemals einen helfenden Bogen ab. Ich habe nichts gesagt, okay.